Benzin. Ein Stromverteiler. Skorpione. Es kann ja nicht allzu viele Möglichkeiten geben. Vielleicht suche ich auch an der völlig falschen Stelle. Vielleicht befindet sich hier irgendwo in der Werkstatt Benzin. Es wird ein bisschen dauern, bis ich den Wagen repariert habe. Such du bitte so lange nach Benzin. Okay, mach ich. Es ist so anstrengend, vor dem Wagen zu stehen und mit meinen Psychokräften den Wagen zu reparieren. Durch Warten repariert sich der Wagen von selbst. Die Tür ist abgeschlossen. Ein paar Kartons. Ein paar Kartons. Ha! Griff erhalten. Gut. Also einfach alles ansprechen. Alles. Ja, genau, die Schneiderei. Die Aufschneiderei. So, und das ist der Griff. Ein Metallgriff, an dem Stifte zum Befestigen eingebracht sind. Na dann. Hoffentlich bringt uns jetzt nichts um. Wir haben schon eine längere Zeit nicht mehr gespeichert. Ah. So viel zum Speichern. Beim Schalter tut sich nichts. Ich weiß auch nicht, wozu der da ist. Bosskampf. Da kommen Stimmen aus dem Raum. Soll ich mal an der Tür lauschen? Aber wenn sie mich dann entdecken. Ich muss einfach ganz vorsichtig sein, dann bemerken sie mich schon nicht. Bist du dir sicher? Den anderen wird das nicht gefallen. Ich will nicht länger warten. Was sagen wir dann den anderen? Dass wir keine andere Wahl hatten. Hilfst du mir nun dabei? Ja, ich kann es auch kaum erwarten, diese drei Bastarde endlich zu töten. Was taten wir denen? Ich muss sie weg. Oh nein! Der Luftzug hat die Stange zum Umfallen gebracht. Auch das noch! Oh nein, die grauenvollste aller Kreaturen. Zwei Menschen. Sie hat uns bestimmt belauscht. Und sie kommt sowieso nicht mehr raus. Karte des Kellers erhalten. Danke. Oh nein, diese grauenvollen Bastarde. Zum Glück können die sich auch nicht absprechen. So, man springt also rüber. Gut zu wissen. Im Fass ist Wasser. Irgendwelche Krempel. Jo. Tschüssikowski, du Vollidiot. Du verdammte Schlampe, dafür reißt du dir deine Eingeweide raus. Mit bloßen Händen. Jake! Ich hab doch gesagt, dass ich auf dich aufpasse. Woher? Woher hast du den Revolver? Hab ich in der Stadt gefunden. Nun sollen die mal kommen. Zur Not knall ich jeden einzelnen Bewohner dieser Stadt ab. Du willst... Ja, eine andere Sprache verstehen die kranken Typen ja nicht. Im Gegensatz zu mir. In der Werkstatt steht Allens Wagen. Er wollte ihn reparieren. Es fehlt nur noch Benzin. Benzin? Das werden die hier bestimmt irgendwo haben. Ja, denke ich auch. Vielleicht im Keller. Schaffst du es dann nach alleine zu suchen? Ich will nicht, dass diese Relle nachher ohne uns wegfährt. Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass Allen mich belogen hat. Ich will trotzdem lieber nachschauen. Na gut, ich komme schon alleine klar. Und lass mir bloß nicht den Revolver hier. Gut, die könnte den Revolver wahrscheinlich mit ihren Mädchenfingern sowieso nicht abdrücken. Jo. Da ist er mal tot. Was haben diese Schweine versteckt? Und meinten die mit Bastarde tatsächlich uns oder irgendwen anders? Da passiert nichts, oder? Ein paar alte Sicherungen. Aber wir brauchen schon Sicherungen. Die haben wir ja noch nie gebraucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt den Schalter umlegten. Beim Schalter tut sich nichts. Oder ob er bereits umgelegt war. Könnte nämlich auch sein, dass ich über das Klickgeräusch gesprochen habe. Nichts Interessantes.
Da ist nur irgendein Blablabla, nichts unwichtiger Kram, nichts von Interesse. Stacheldraht. Fässern ist Benzin, na bitte. So, der Kanister ist voll. Ich hoffe, Ellen hat den Wagen schon repariert. Ich hätte mich gerne noch weiter umgesehen, aber höchstwahrscheinlich gab es nichts. Ich habe das Benzin gefunden. Wieso sagt mir keiner, dass Benzin so schwer ist? Ist Ellen nicht hier? Nein, habe ich nicht gesehen. Der Wagen? Hat ihn repariert? Jo, aber die Schlüssel fehlen. Dann können wir immer noch nicht weg. Ah, der Typ wird schon wieder auftauchen, der will hier doch auch weg. Aber was ist, wenn die Leute ihn erwischt haben? Dann hole ich mir den Schlüssel eben von denen. Füll jetzt erstmal das Benzin in den Wagen, dann sehen wir weiter. Vielleicht holen wir dann noch Ellen aus dem Kofferraum heraus. Was hast du gesagt? Nix. Hast du eigentlich mal in den Keller geschaut? Dort ist eines von diesen Monstern. Ich habe es eingesperrt. Echt? Das schaue ich mir mal an. Er ist jetzt offiziell Russe. Hey, ich dachte, das Ding ist eingesperrt. Ja, schon gut, ich komme. Was? Was für ein hässliches Ding? Denkst du, das ist ein... Was? Achso. Mensch. Wahrscheinlich hat sie Mensch gesagt. Diese Mistgeburt da. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe in dem einen Haus ein vergittertes Kinderbett gesehen. Kann ich mir trotzdem nichts vorstellen. Ist eigentlich auch egal. Was es auch ist, es wollte mich töten. Deswegen werde ich dieses Miesding auch abknallen. Sie meinte vorhin an, wahrscheinlich, das Ding wäre ein Kind. Jake! Oder ein Baby. Was machst du? Jetzt suchen wir nach diesem Melon, okay? Ja, ist gut. Ich gehe nochmal in den Keller, vielleicht ist er dort. Ich schaue mich in der Stadt um. Ja, vielen Dank. Den Keller zu erkunden sollte nämlich nicht allzu lange dauern. Also nicht so lange wie die gesamte Stadt. So, mit dem Keller meinte sie wahrscheinlich der Ort, von dem wir das Benzin zapften. Na gut. Aber schön, dass wir jetzt diesen Hinweis erhielten, dass wir uns jetzt nochmal erneut im Keller umsehen sollten. So, schauen wir mal. Aha. Viele Konservendosen und rechts davon Futter. Und da hört es auf zu blinken. Okay. Futter, was für Futter? In der Dose sind übel riechende Fleischstücke. Der Schrank ist voller Werkzeuge. So viele Werkzeuge und so wenig Zeit. Okay. Alle fest verschlossen, nichts Besonderes. Die Tür hat ein Zahlenschloss, darüber sind 4 Mondsymbole eingezeichnet. Wieso muss alles ein Rätsel sein? Das muss ich mir jetzt erst einmal notieren. Höchstwahrscheinlich muss ich es mir gar nicht notieren. 0, 0, 0, 0. Wir hätten auch 0815 ausprobieren können. Im Kasten sind Schalter für die Stromregulierung. Yeah? Ich hab's geschafft. Okay. Riesige Ratten. Ob die genauso aggressiv sind wie die anderen Monster? Ja, schau nur, wie sie herumrennen. Nachher fallen sie mich an, wenn sie mich bemerken. Aber sie schlafen gerade, vielleicht komme ich an ihnen irgendwie vorbei. Du hast ein Eisenrohr dabei. Was hast du eigentlich alles dabei? Du hast ein Taschenmesser, du hast ein Pümpel, du hast ein Brecheisen, du hast ein Metallrohr dabei, du hast Handschuhe dabei, falls sie dich wirklich beißen, also du kannst die Handschuhe anziehen und dabei und auch gleichzeitig ein Metallrohr. Meine Güte, du bist voll ausgerüstet. Du hast Pfefferspray dabei und du hast Fleischstücke. Das geht nicht. Das geht wahrscheinlich nicht gut. Ah!
Oh nein, ich kann nicht rückwärts laufen, denn das ist eine Todessequenz. Noms. Das schien falsch. Okay, hier drüben waren wir noch nicht. Aha. Rattengift. Na, was für ein glücklicher Zufall. Und ansonsten befindet sich hier nichts weiter. Okay. So, dann nehmen wir uns aber noch das Futter mit. Damit wir auch was für unterwegs haben. Wenn mal wieder der kleine Hunger kommt. Ui. Yay. Besser nochmal abspeichern. Mehr als herumprobieren ist es nicht. Wer merkt sich denn bitte schön, welcher Schalter dafür sorgt, wie weit der Zähler springt? Oder die Markierung? Oder was auch immer das ist! So! Zap! Ah! Riesige Ratten. So, wir haben jetzt hier unser Rattengift und Fleischstücke. Rattengift, ein starkes Gift. Du hast das Futter vergiftet. Schaut mal. Lecker Nomsi. Das Futter wurde mit Rattengift vergiftet. Das riecht doch viel lecker als ich. Leckerer. Wie gut, dass es sofort wirkt. Riesige Ratten, riesige Auswirkung. Sie ist tot. Und die ist auch tot. Und sie ist tot. Hihi. So, die Kissen ist fest verschlossen. Nur Kartons, besser alles ansprechen. Nichts Interessantes. Leere Zettel. Nichts Besonderes. Und auch nichts weiter. Nein. Kalender halten. Für die Mondphasen nehme ich an. So, der Kalender. Aha. So, wir haben also... Moment. 11. Wir haben die 3, also 03. Danach kommt die 17 und Neumond auf der 25. Und wenn Sie diese vier Ziffern haben, dann haben Sie gewonnen. Und abgeschlossen. Nichts weiter. Okay. Bislang noch keine aufsehenerregenden Rätsel. Finde ich ganz gut so. Also, wir haben die 11. Ja. Ups. Da war ich etwas zu schnell. 11. Wir haben die 03. Wir haben die 17. Und die 25. Hooray! Was ist das für ein Ort? Der ganze Boden ist voller Blut? Ja, schwer zu erkennen, aber ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alan hier ist. Wenn aber nun doch. Ich kann nicht einfach weggehen. Wieso sollte er hier sein? Er konnte überhaupt nicht an diesen Ort. Wir hatten doch den Griff. Es sei denn, er wurde entführt und durch einen Zweiteingang-Ausgang hierher gebracht. Spielelogik, nicht hinterfragen. Vielleicht kann ich etwas im Raum erkennen. Hallo, ich bin Sandra. Geht's Ihnen gut? Mein Gott! Nun bin ich dein Gott.